Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Mac Drucker hinzufügen könnt. Dies ist in den meisten Fällen ganz einfach, es gibt aber auch manche Drucker, die lassen sich nicht so einfach hinzufügen. Wir fangen an. Wir gehen einmal auf Einstellungen, haben dann direkt das Drucker- und Scanner-Symbol und standardmäßig, wenn ihr einen neuen Rechner habt, ist natürlich einmal alles leer. Die einfachste Methode, einen Drucker zu suchen, ist einfach auf Plus zu gehen und dann sieht man den Drucker, der im Netzwerk ist. Wichtig ist zu beachten, es gibt auch bestimmte Drucker, die kein AirPrint unterstützen. Die meisten unterstützen das, aber halt nicht alle. Es gibt vereinzelte, das sind diese Großraumkopierer. Da braucht ihr meistens einen Treiber, den ihr runterladen müsst. Wichtig ist zu beachten, wenn ihr immer das neueste macOS habt, kann es sein, dass der Druckertreiber noch nicht rausgekommen ist, da das zum Beispiel jetzt das Big Sur noch nicht lange raus ist. Somit müsst ihr das erst prüfen. Aber in meinem Fall ist es ein HP-Drucker und da reicht es, wenn ihr den einfach anklickt und ihr der scannt dann und jetzt sieht man hier AirPrint gesichert, wahrscheinlich SSL, vermute ich jetzt einfach mal. Und das wäre jetzt eigentlich schon die Funktion gewesen für das Hinzufügen. Das kann ich euch zeigen. Einmal hinzufügen. Dann lädt er und ihr seht diese ganzen Druckertreiber-Geschichten, die ihr unter Windows braucht. Also jetzt auch nicht mehr, aber damals so Windows 7 Zeiten, die werden nicht mehr benötigt. So. Ihr seht, er hat den Drucker hinzugefügt und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr einen manuellen Drucker hinzufügen könnt. Das heißt, wenn er nicht erkannt wird. In meinem Fall habe ich einen an einem anderen Standort stehen über VPN und würde jetzt die IP-Adresse des Druckers eingeben. Und dann seht ihr, was genau er macht, weil vom Grundprinzip macht das eigentlich genauso, weil das ist auch ein HP-Drucker. Das heißt, ihr geht hier auf Plus und geht hier oben auf das Netzwerksymbol. Und hier gebt ihr auch einfach nur eine IP-Adresse ein. Ich gebe in dem Fall die Adresse ein von dem Drucker. Und wenn ihr seht und das scannt, sollte er gleich auch wieder AirPrint sicher anzeigen, beziehungsweise automatisch. Guck mal gerade mal. So, er zeigt nämlich. Ah, genau, hier AirPrint muss man erstmal auswählen. Und ihr seht schon, er erkennt direkt wieder AirPrint. Geht natürlich nur, wenn der Drucker das kann. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn man halt in Firmen ist, hat man meistens diese Großraumkopierer. Die haben das heutzutage meistens auch. Also Kyocera und diese ganzen anderen Hersteller. Aber die meisten sind halt in anderen Netzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im WLAN seid, seid ihr nicht im gleichen Netz, wo zum Beispiel Drucker sind. Deswegen ist es wichtig zu beachten, dass wenn ihr einen Drucker in einem anderen Netz habt, ihr dann einfach die IP-Adresse eingeben könnt. Wichtig ist natürlich der Name, den ändert ihr natürlich dann um in den Druckernamen, weil sonst steht da die IP-Adresse und ihr wisst nicht mehr, wo der Drucker steht. Bisschen kontraproduktiv. Und ihr könnt am besten auch gleich den Standort dabei schreiben, weil wenn ihr den Standort dabei schreibt, wisst ihr auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere Drucker habt in verschiedenen Stockwerken, dass ihr wisst, wo es hingeht, wenn die Drucker alle die gleichen sind. Weil sonst wird es auch so sein, dass in der Liste, wenn ihr den nämlich hier seht, die Liste, überall das gleiche Gerät steht. Bei HP seht ihr meistens auch noch die Seriennummer in Kürzel, aber jetzt zum Beispiel bei Lexmark steht dann 20 mal die gleiche Bezeichnung und ihr wisst eigentlich nicht wirklich, welcher der richtige ist. Deswegen ist das einfachste eigentlich zum Drucker hinzufügen, auch wenn er AirPrint hat oder auch nicht, ganz normal hier auf IP zu gehen, die IP-Adresse einzutragen. 10.21. Und das über AirPrint abwickeln zu lassen. Sollte dies nicht funktionieren, steht das da auch, dass der Treiber nicht gefunden wurde und ihr müsst dann halt im Internet einfach nach dem jeweiligen Treiber für den Drucker suchen. Manche ältere Drucker, die werden halt nicht mehr unterstützt. Ich sag's mal, ich sag's mal so USB, das ist eigentlich Plug and Play, das geht immer. Aber alles, was mit Netzwerk zu tun hat, da kann es halt wirklich Geräte geben wie bei älteren Lexmark-Geräte oder ähnliches, wo es dann spezielle Treiber gibt, die man runterladen muss. Und den müsst ihr euch dann halt einfach runterladen. Das heißt, jetzt füge ich ihn auch wieder hinzufügen. Und er macht eigentlich genau das Gleiche. Er erkennt wieder, dass es ein HP-Drucker ist. Und fügt den jetzt gleich hinzu. So, ihr seht, er macht auch gleichzeitig die Faxfunktion dabei. Liegt in dem Fall daran, dass beide eine Faxfunktion haben. Die habe ich an sich jetzt noch nicht ausprobiert, wie das geht, aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie unter Windows. Das heißt, ihr könnt dann einfach drucken, wählt das Fax aus und er würde dann direkt das als Fax senden, beziehungsweise dann Pop-up kommen, an welche Faxnummer ihr senden möchtet. Ja.
Das war's schon gewesen bei Fragen unten in die Kommentare für einen Daumen hoch, mich auch freuen. Dankeschön.